Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Vor einigen Tagen hatte ich die Chance, bei Guinan zwei unglaublich interessante Uhren vor Ort aufzunehmen. Unter anderem die, jetzt gucke ich ganz kurz drauf, um es auch wirklich genau richtig zu sagen, Guinan Pilot 42 Tri-Compax. Eine wunderschöne Uhr, die ich richtig, richtig toll finde. Sie ist zwar sehr zurückgenommen im Erscheinungsbild, aber als Gesamtpaket finde ich sie sehr, sehr reizvoll. Ich habe sie bei Guinan vor Ort gefilmt. Das heißt, es ist vieles aus der Hand, weil einige Flächen einfach zu klein waren, um ein vernünftiges Stativ zu stellen. Ich hoffe, ihr stört euch da nicht dran. Ich finde die Uhr extrem reizvoll und möchte sie euch auf keinen Fall vorenthalten, auch wenn die Bilder vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas verwackelt sind. Ja, wie gesagt, diese Aufnahmen sind bei Guinan entstanden, aus der Hand. Und diese Uhr finde ich ausgesprochen schön, weil sie eben sehr gut punkten kann, nach meinem Empfinden, dadurch, dass sie sehr zurückgenommen ist, was die Optik der Chronofunktionen betrifft. Die Totalisatoren sind wunderschön eingepasst ins Ziffernblatt in der in meinen Augen extrem harmonischen Tri-Compax-Anordnung. Das Datum auf 6 Uhr ist ebenfalls sehr gut platziert und stört dadurch diese Harmonie in keinster Weise. Schauen wir uns doch einfach einmal die Maße an. Die Uhr gehört zu den größeren von Guinan mit einem Durchmesser von 42,7 mm, ein Bandanstoß von 22 mm, eine Gesamtdicke von 15,35 mm, wird angetrieben durch ein Sedita SW510, hat einen Hornabstand von 50,2 mm und eine Wasserdichtigkeit von 200 Meter. Auf der Vorderseite haben wir ein entspiegeltes Saphirglas und die Indizes und Zeiger sind mit Leuchtmasse belegt. Das Besondere ist, dass die Lünette hier rastet. Die allermeisten Lünetten von Guinan haben bislang nicht gerastet. Und ihr seht, wir sind hier absolut live. Ich habe gerade die Kamera nochmal neu ausgerichtet, um die Uhr etwas besser zeigen zu können. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und ist mattiert. Das Saphirglas ist innen entspiegelt. Die Krone ist verschraubt und dreifach abgedichtet. Die Lünette ist mit einer Hartstoffbeschichtung versehen. Und wie gesagt, wasserdicht bis 200 Meter. Was ich besonders schön an der Uhr finde, das sind die Zeiger und die etwas moderneren arabischen Ziffern auf dem Blatt. Ich mag aber auch die klassischen Flieger von Guinan. Ihr könnt hier schön die matte Hartstoffbeschichtung der Lünette sehen und auch, dass das Saphirglas etwas gewölbt ist, was ich persönlich schöner finde als plane Saphirgläser. Aber das macht die ganze Sache natürlich auch etwas teurer, denn ein gewölbtes Saphirglas ist aufwendiger in der Herstellung. Die Krone ist mit dem Guinan-Logo versehen und das mattierte Gehäuse gibt der Uhr einen schönen, technisch anmutenden Look. Die Drücker sind geschützt durch einen separaten Tubus, aber nicht verschraubt, was bedeutet, man kann sie sofort bedienen, ohne vorher tätig werden zu müssen. Der Rotor ist mit einem schönen Streifenschliff versehen und Guinan gelabelt. Das Werk ist etwas aufwendiger mit gebläuten Schrauben und insgesamt, finde ich, macht die Uhr einen unglaublich schönen, zurückgenommenen Eindruck. Was ich persönlich ebenfalls sehr mag, ist, dass der Boden etwas abgerundet ist, sodass die Uhr trotz ihrer relativen Höhe von über 15 mm
in keiner Weise unbequem am Arm sitzt. Das ist mir immer ganz wichtig, weil eine Uhr, die keinen guten Tragekomfort hat, hat dann auch einen sehr eingeschränkten Nutzen für mich. Ja, was ich immer mache, nachdem viele Zuschauer sich das gewünscht hatten, ich schaue mir an, wie die Zeiger gesetzt sind. Das ist eine Uhr, die ich bei Guinan aus der Ausstellung genommen habe, also keine besonders für mich präparierte und vor allen Dingen auch keine, die direkt in den Verkauf geht. Und trotzdem sind die Zeiger, wie ihr sehen könnt, absolut perfekt gesetzt. Da gibt es überhaupt kein Spiel. Die sind ideal übereinander und das finde ich immer schön zu sehen, dass auch Uhren, die nicht verkauft werden, sondern in Anführungsstrichen nur Anschauungsobjekte im Verkauf sind, so behandelt werden, als ob sie tatsächlich direkt an den Kunden gingen. Was ich ebenfalls sehr schön finde an der Uhr, und das zeige ich euch gleich auch nochmal im Bild, das ist die feinere Schrift auf der Lünette mit den sehr feinen, etwas zurückgenommenen Strichindizes von 1 bis 15 und auch die feinen Linien der arabischen Zahlen auf der Lünette. Finde ich sehr schön. Insgesamt wirkt die Uhr auf mich wirklich dezent und etwas zurückgenommen, so dass die Zeitablesung absolut im Vordergrund steht. Ich habe gerade den Chrono mal gestartet, so dass ihr auch die Stoppsekunde der Chronographenfunktion sehen könnt. Auf der 9 Uhr Position haben wir ja die Permanenzsekunde der Zeitanzeige, sofortiger Rücksprung, wie man es kennt. Und das Ganze in einer wirklich sehr, sehr schönen und hochwertigen Qualität. Diese Uhr ist ab 1.999 Euro im Verkauf. Ich werde sie euch jetzt mal am Arm zeigen. Dafür habe ich meine Mühle Rescue Timer abgenommen. Und zwar die alte, die in Anführungsstrichen kleine mit 42 mm. Ihr seht, wie unterschiedlich Uhren wirken können. 42 gegen 42, 7. Und jetzt zeige ich euch, wie die Uhr an meinem, naja, mittlerweile angefutterten 17,5 cm Handgelenk sitzt. Und sie macht eine wirklich gute Figur, aber der Horn-zu-Horn-Abstand von 50,2 ist mir persönlich dann doch etwas zu viel. Die Uhr selber sieht klasse aus, aber die Hörner sind mir etwas zu präsent auf meinem Arm. Ja, wie gesagt, ich habe euch ja einige Wackler versprochen, weil ich eben live und aus der Hand filme. Das war gerade einer davon. Die Entspiegelungsschicht finde ich übrigens absolut ausreichend gut. Das Saphirglas ist innen entspiegelt. Das, was an Spiegelung übrig geblieben ist, in Anführungsstrichen, stört mich überhaupt nicht. Die Krone ist nicht nur dreifach abgedichtet, sondern auch mit einem dezenten und ebenfalls mattierten Schutz versehen, so dass auch hier keine Gefahr besteht, sollte mal ein seitlicher Impact auf die Krone erfolgen. Ähnlich wie bei den Drückern, wirklich sehr sicher gemacht, so dass die Uhr nicht nur wasserdicht ist, sondern auch gegen Stöße ausreichend gesichert ist. Die Hörner haben die typische Form der Guinan-Uhren, die sich etwas von anderen Hörnern unterscheidet. Guinan hat übrigens, und das zeige ich euch hier, eine Schwarzlichtkammer, so dass man die Uhren im Schwarzlicht sehen kann. Das ermöglicht einen Eindruck dahingehend, wie die Uhr bei Nacht aussieht, aber man kann da nicht so gut sehen, wie lange und wie hell die Uhr leuchtet, wenn man es nur aktiviert und dann in eine, in Anführungsstrichen, normale Dunkelheit geht. Aber ich habe das natürlich gerne ausgenutzt und zeige euch die Uhr hier in der Schwarzlichtkammer von Guinan. Und auch das Nachtbild finde ich klasse. Ihr müsst euch nur die weißen Reflektionen von Gehäuse und den Hilfsziffernblättern wegdenken, denn das sieht man in der Dunkelheit ohne Schwarzlicht natürlich nicht. Ja, wie ihr hört, ich bin von der Uhr sehr begeistert. Der Preis von 1.999 Euro bzw. ab
1.999 €, halte ich für sehr fair bepreist. Je nach Bandauswahl kann man dann auch über die 2.000 € rutschen. Ich finde Tricompax klasse. Das ist, glaube ich, eine Uhr, die man immer und überall tragen kann, sofern sie einem nicht zu groß und zu hoch baut. So viel zur Guinan Pilot 42 Tricompax. Ihr kennt jetzt meine Meinung, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was eure Meinung zu der Uhr ist. Ich bin da wirklich brennend dran interessiert. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.